Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Im Ersten will ich mich bei SG Jugend bedanken für die Auserwählung oder für die Ehre, dass ich einen Vortrag machen darf. Es ist nicht selbstverständlich und es ist auch nicht einfach, in eine Kamera rein einen Vortrag zu machen. Ich probiere, und das ist mein Ziel, und hoffe, dass das, was ich heute vortrage und das, was ich euch heute als Gedicht vorlese, euch zu etwas bewegen kann oder euch zum Nachdenken bringt. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْخُرُورِ Surah 3 Al-Imran, der letzte Teil von Vers 185, bedeutet: Und das irdische Leben ist nichts anderes als eine Illusion und Missbrauch. Allah Ta'ala hat uns das gesandt mit den zwei wichtigen Wörtern Meta und Khurur. Was versteht der Araber unter Meta? Meta versteht es als ein Putzlappen, wo man braucht und wieder wegschmeißt. Oder ein Nastüchel. Etwas, das vergänglich ist, etwas, das ausgenutzt wird für die Situation. Wie zum Beispiel ein Handy. Oder wie zum Beispiel ein Auto, das man für ein gewisses Jahr nehmen kann und nachher nicht mehr wird brauchen. Einfach etwas, das man für eine Situation braucht und nachher wieder wegwirft. Khurur wird als Illusion übersetzt. Da haben wir zum Beispiel ein gutes Beispiel. Du bist unterwegs, einen langen Weg. Im Weiten siehst du angeblich etwas, wo du dort pausieren kannst. Sagen wir in der Wüste, du siehst einen Wasserbrunnen. Du läufst immer näher dran. Und plötzlich, je näher du kommst, merkst du, dass es gar nicht das ist, was du dir vorgestellt hast. Was sagt man dem? Eine optische Täuschung, die Illusion. Darum, mit dem Vers, hoffe ich, haben viele verstanden, um was es heute geht. Genau, es geht darum, um die irdische Welt, um Säkularisierung, um die heutige Zeit, auf Türkisch, Dünyevileşme. Was bedeutet Säkularisierung? Das ist, wenn man sich immer mehr von der Religion entfernt, sich lockert oder sich entlöst und seinen Lebensstil immer mehr richtig Verstand und Vernunft einsetzt. Wie sehen wir das in der heutigen Zeit? Bestes Beispiel ist die ganze Trennung bei uns in den Moslems, in eurer Umma, dass wir uns immer mehr voneinander entfernen, aufgrund diverser Gruppierungen oder diverses Denken. Wir sehen, dass wir Menschen immer mehr Wert legen auf Geld, immer mehr Wert legen darauf auf ein schönes Auto. Schöne Wohnung. Ich muss das haben. Ich brauche dies. Ich brauche das. Aber keiner legt mehr Wert darauf, auf was muss ich machen, damit ich überhaupt in die Jannah komme. Allah Ta'ala hat uns in unserem Leben 5 Abschnitte gegeben. In diesen 5 Abschnitten ist der erste Abschnitt Reich der Seele. Der zweite Abschnitt ist im Mutterleib. Dann, wenn die Seele in den Fötus hineinkommt. Die Seele im Fötus wird durch nur Licht so mitwachsen. Der dritte Teil von unserem Lebensabschnitt ist genau das, was wir jetzt haben. Die irdische Welt, die vergängliche Welt. Diese Welt, wo wir aktuell viel mehr arbeiten als für die Welt, wo wir eher arbeiten müssten. Der vierte Lebensabschnitt ist das Leben im Grab. Und der fünfte ist Jenseits. Wir sind aktuell in der Mitte, im dritten Lebensabschnitt. Und anstatt für den vierten und fünften zu arbeiten, arbeiten wir für den dritten. Wir geben uns Mühe für den dritten Lebensabschnitt, der uns eigentlich gar nicht bringt. Warum? Weil dann, wenn wir tot sind, ist das alles, was wir auf dieser Welt gemacht haben, was für diese Welt war, sinnlos. Weil es wird nie befragt, hast du genug viel Geld verdient? Es wird nie befragt, ja, bist du in einer höheren Position auf dieser Welt? Wichtig ist, was hast du für Allah Ta'ala gemacht? Was hast du gemacht, dass du Jannah verdient hast? Wenn du dein Herz verlierst, und zwar für diese Welt, dann wird es schwer, dein Herz wieder zu bereinigen. Es ist eine Sucht geworden. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn du irgendjemandem sagst, wenn du dir diese Leistung bringst, gebe ich dir das. Eine Materie, sagen wir mal, eine Belohnung, wie Geld. Er macht es und dann kommt er sein Geld über. Er fühlt sich immer besser. Er sagt sich, wow,
Du gehst in meine nächste Aufgabe und er wird nochmal belohnt. Und du gehst in meine nächste Aufgabe, er wird nochmal belohnt. Mit dieser Belohnung tust du sein Herz mit Geld füttern. Anstelle, dass wir unser Herz für Allah Ta'ala benutzen, nutzen wir es immer mehr für diese Welt. Mein Vortrag geht auch richtig vom jüngsten Tag. Weil das, was wir auf dieser Welt machen, ist eine Vorbereitung für den 4. und den 5. Lebensabschnitt. Damit wir im Jenseits können für immer und ewig leben, müssen wir doch auf dieser Welt etwas machen. Stellt euch mal vor, es ist sehr heiß. Richtig heiß. Die meisten von euch gehen in die Türkei in die Ferien. In der Türkei ist es oft heiß in den Sommerferien. Die meisten vielleicht von euch haben keine klimatisierte Wohnung. Es ist so heiß, dann sagst du dir, komm, ich gehe schnell raus, vielleicht ist es draußen nicht so heiß. Du gehst raus und es ist noch heißer, als wärst du daheim. Also du wünschst dir immer so, als wäre es klimatisiert. Am jüngsten Tag, an dem Tag von der Abrechnung, wird die Sonne so nahe bei uns sein, dass es so heiß wird, dass wir werden anfangen schwitzen und schweißen. An diesem Tag werden 7 Menschen von Allah Ta'ala geschützt, und zwar mit seiner Schatten. Ich erkläre euch nicht die 7, ich erkläre euch mal eine. Die eine ist, das sind die, die für Allah Ta'ala Tränen vergüssen bei Einsamkeit. Wir sind so weit gekommen, dass wir fast gar nicht mehr Tränen vergüssen können, überhaupt für etwas. Wir sind so weit gekommen, dass Krieg fast normal geworden ist. Dass Hunger gar nicht mehr überhaupt beachtet wird. Wir wollen das gar nicht mehr realisieren. Obwohl es so viele Leute hat, wo wir eigentlich, wenn wir die sehen, nur schon Tränen werden vergüssen. Also müssten wir auch jetzt langsam Tränen vergüssen für Allah Ta'ala. Tafakkur machen ist so wichtig in der heutigen Zeit. Vor allem jetzt, wo du die Zeit hast. Nutz diese Zeit genau jetzt, bei der Quarantänezeit, jetzt für Tafakkur. Alles, was vergänglich ist, bringt dir nichts mehr, wenn du tot bist. Jeder, der sich Gedanken macht von seinem Leben für jetzt, was in den nächsten 5, was in den nächsten 10 oder 15 Jahren passiert, wird nichts bringen. Tun das, was du für Allah teilen, tun das, was du für dich, für Jannet machen willst, nicht auf Weiteres verschieben. Sag nicht immer, Inshallah mache ich das, wenn ich das und das erreicht habe. Mach es lieber jetzt. Weil der Tod hat kein Alter. Es sagt niemand, dass du mit 70 oder 90 wirst sterben oder vielleicht mit 50 oder vielleicht 30. Der Tod hat kein Alter. Wie auch der Islam hat kein Alter. Wenn du immer wieder Leute hörst, ja, ich bin jung, ich mache es dann später. Wer gibt dir Garantie, dass du das überlebst? Probier, so schnell wie möglich, jetzt deine Zeit für Allah Ta'ala zu opfern. Und in zweiter Rang, das für Dunya. Genau zu dem Punkt, Tränen vergüssen für Allah Ta'ala bei Einsamkeit, hätte ich gerade etwas für euch. Ein Gedicht von Yunus Emre. Ich habe es probiert zu übersetzen und hoffe, es wird euch auch da berühren. Ich bitte euch, alle die, die jetzt schauen, macht euch Augen zu. Jeder von euch weiß, was er für Fehler gemacht hat. Macht euch Augen zu und loset. Loset auf euer Herz. Geht durch für den Fehler, den ihr bis jetzt gemacht habt. Jeder Günah, alle Sünden, die ihr schon gemacht habt. Jeder weiß es, weil wir sind Menschen. Wichtig ist was? Reue zeigen. Bereue. Geht durch für das alles, was ihr eigentlich nicht hättet sollen machen, leider gemacht habt und das jetzt müsst ihr bereuen. Lasst euch von eurem Herz jetzt gehen. Lasst euch von eurem Herz jetzt gehen. Gedicht wird auf Hochdeutsch sein. Wenn wir bedenken den jüngsten Tag, lasst uns Tränen vergießen für diesen Tag. Es ist ein Tag der Selbstbezichtigung, lasst uns Tränen vergießen für diesen Tag. Die Erde bricht auf an diesem Tag, alle Toten werden auferweckt, alle Sünden werden aufgedeckt. Lasst uns Tränen vergießen für diesen Tag. Der Himmel wird zerrissen an diesem Tag. Der Mensch wird so viel leiden müssen. Keiner bleibt ohne Furcht an diesem Tag. Lasst uns Tränen vergießen für diesen Tag.
Der Zeitpunkt zu weinen ist an diesem Tag. Männer und Frauen stehen unbekleidet da. Die Herzen werden in Flammen stehen. Lasst uns Tränen vergießen für diesen Tag. O Umma, beschreite den richtigen Weg. Was kann ein hilfloser Moslem tun? Die Rettung kommt nur von Allah. Die Rettung kommt nur von Allah. Die Rettung kommt nur von Allah. Lasst uns Tränen vergießen für diesen Tag. Ich will euch nur damit sagen, lieber jetzt Tränen vergießen, als dann, wenn es spät ist. Und somit könnt ihr euch jetzt eure Augen wieder aufmachen. Um was geht es? Wir müssen so weit sein, dass, wenn irgendeiner da ist und sagt, in 20 Meter oder in 30 Meter dort hinten ist Jannet, dass wir gerade parat sind, zum Aufstand dort hinzugehen. Und nicht, dass wir die Meinung haben und sagen, ja, warte noch, ich muss noch das und das machen, du noch schnell schauen, dass ich alle meine Sachen erledigt habe, meine Arbeit gemacht habe, dann komme ich mit, es ist ja nur 20, 30 Meter. Nein, lass dich eben nicht täuschen. Das ist die optische Täuschung. Genau jetzt, nach meinem Gedicht, ist es wichtig, dass wir genau in der Zeit, wo wir jetzt Zeit haben, die Situation ausnutzt. Was ist jetzt wichtig? Wichtig ist, mit Namaz anzufangen. Der, was noch nicht gemacht hat, soll jetzt anfangen. Wenn möglich. Und wenn er das Gefühl hat, das ist so schwer, dann fang mit Fars an. Der, der bis jetzt nur Fars gemacht hat, der soll jetzt noch Sunna machen. Der, der bis jetzt Sunna und Fars gemacht hat, der kann jetzt noch den Hajj machen. Der kann nach vielen Namaz machen. Jetzt hast du die Möglichkeit, dich nochmal steigern, im Weg von Allah, die Bindung zu Allah teilen, verstärken. Koran lesen. Den Koran lesen. Der, der nicht kann lesen, soll lernen lesen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, noch bis Ramadan so viel Zeit zum Lernen lesen. Es ist sehr einfach. Man hat so viele Kollegen, die es können. Man kann ihn fragen. In der heutigen Zeit ist alles möglich. Man kann nicht sagen, ich habe keine Zeit oder ich habe die Möglichkeit nicht. Der, der kann Koran lesen, sehr gut, soll sie so lesen, dass er vielleicht im Nachhinein noch Ma'al und Tafsir liest. Das, was er liest, soll er verstehen. Wichtig ist in der jetzigen Zeit auch weg von den Medien zu kommen. Nimm dich weg von den Medien, weil genau das zerfrisst dich innerlich. Genau die ganze Corona-Nachrichten, genau das ganze Hin und Her, weg. Die ganze Verschwörungstheorien, das ganze Er ist gsi, Der ist gsi, weg. Warum? Was würdest du dir bringen, wenn du weißt, ob es jemand gemacht hat oder ob es von Allah teilen kommt? Weil es kommt immer alles von Allah teilen. Was würdest du dir bringen, ob du jetzt weißt, ob es eine Prüfung ist oder ob es eine Bestrafung ist von Allah teilen? Nicht, weil es ist wiederhin von Allah teilen. Also ist wichtig, dass du dich vom Schlechten entfernst und dich mehr aufs Andere konzentrierst. Und zwar, was die Bindung zu Allah teilen. Weil schlussendlich kann nur er uns von dem Ganzen lösen. Zusätzlich finde ich, ist jetzt auch die Zeit gekommen, die Zeit mit Familie zu verbringen. Das beste Beispiel. Dein Kind soll dich jetzt sehen, nicht nur Fernsehen schauen oder mit dem Handy rumspielen, sondern dein Kind soll jetzt ein Bild von dir haben. Hey, was macht mein Vater da? Er liest Koran. Was macht meine Mutter? Namaz. Er soll das Bild haben und nicht das, was er sonst immer hat. Am Handy. Sehr wenig Kommunikation und so weiter. Tun miteinander kommunizieren. Mit Kommunikation holt man sehr viel raus. Wichtig ist, wenn jetzt einer sagt, es ist, ich kann das nicht, ich kann mit dem nicht umgehen, es ist viel zu viel für mich, es ist so viel, ich mag nicht mehr, ich gehe in Depressionen, ich habe langsam Burnout, ich weiss nicht, meine Priorität ist falsch, meine Prioritätensetzung ist das und das. Ich gebe euch jetzt mal einen Rat und der Rat kann von Allah teilen. Keine Seele wird schwerer belastet, als sie es ertragen kann. Allah teile es sein. Keine Seele wird schwerer belastet, als sie es ertragen kann. Wenn jetzt einer von euch sagt, ich kann gar nicht mehr, ich mag nicht mehr, würdest du damit sagen, dass Allah Ta'ala Unrecht hat? Hasha. Allah Ta'ala sagt, er gibt uns so viel, nur so viel, was unsere Seele kann tragen. Das Ganze kommt bei Baqarah vor, das Ganze kommt bei Al-Araf vor, das Ganze kommt bei Surah Al-Anam und bei At-Talaq. Es kommt mehrmals vor im Koran. Und nutze die Zeit für Allah Ta'ala. Genau jetzt. Jetzt ist die Zeit. Und somit
will ich eigentlich meinen Vortrag mit einem gewissen Dankestoss aufhören und mich bedanken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.